Wir haben schon ein Video gemacht, in dem wir erklären, was Machine Learning ist und was die wichtigsten Arten von Machine Learning sind. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut es euch an. Den Link findet ihr hier. Beim Supervised Learning geht es wie immer im Machine Learning darum, ein Modell anhand von Beispieldaten, den Trainingsdaten, zu trainieren. Das Szenario beim Supervised Learning ist jetzt, dass wir für diese Trainingsdaten die Ausgabevariable, die das Modell vorhersagen soll, bereits kennen, dass die Datensätze annotiert sind mit dem korrekten Label. Zum Beispiel hier, wenn wir Bildeingabedateien haben, werden die annotiert mit zum Beispiel der Information, das ist ein Hund oder der Hund wiegt 40 Kilogramm. Das Modell lernt nun anhand dieser Beispieldaten diese Zielvariable möglichst exakt vorherzusagen und ein Modell, das die Zusammenhänge zwischen den Input-Informationen und dieser Ausgabevariable richtig gelernt hat, kann nun auch auf neuen, unbekannten Daten den gesuchten Wert richtig vorhersagen. Es gibt dabei eine grobe Unterscheidung zwischen zwei Möglichkeiten, die einmal eine Klassifikationsaufgabe, da geht es darum, diskrete Label oder Klassen vorherzusagen. Ja-Nein-Fragen oder ist das ein Hund oder eine Katze oder welche dieser 10 Arten von Katze ist auf dem Bild zu sehen. Bei der Regression geht es um numerische, stetige Ausgabevariablen. Also zum Beispiel, was wird der Preis dieses Hauses sein, das was dann jeder beliebige Wert auf einer positiven Spanne sein kann. Heute möchte ich also einmal zeigen, wie Supervised Learning tatsächlich praktisch aussehen kann. Wir haben auch ein eigenes Video nur zum Thema Supervised Learning gemacht. Wenn ihr da noch einmal im Detail einsteigen wollt, findet ihr den Link auch hier. Heute wollen wir einmal praktisch in das Thema reinschauen. Wir nehmen einen Beispieldatensatz aus dem E-Commerce und versuchen mit einem Aktivitätsmodell, also einer Klassifikation, vorherzusagen, ob ein Kunde im nächsten Jahr kaufen wird oder nicht. Wir arbeiten wie üblich wieder mit einem Jupyter Notebook auf Google Colab. Den Code stellen wir im Anschluss auch auf GitHub zur Verfügung. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Wir nutzen hier zwei Datensets oder genauer gesagt zwei Teile eines Datensets, die öffentlich zur Verfügung stehen. Das sind die Daten eines Online-Händlers, die im UCI Machine Learning Repository zur Verfügung stehen. Starten wir direkt, lesen wir die Daten ein, die als Excel zur Verfügung stehen. So, die Daten sind geladen, schauen wir sie uns doch einmal genauer an. Wir haben hier zweimal etwa eine 500.000 Einträge. Kombinieren wir die Daten einmal und schauen uns ein paar Beispielzeilen an. Wir haben klassische Transaktionsdaten, eine Invoice-Number, also eine Rechnungsnummer pro Rechnung, eine oder mehrere Produkte, die gekauft werden mit einer Produktnummer und einer Beschreibung, die Anzahl an Produktstücken, die gekauft wurde, ein Rechnungsdatum, der Einheitspreis des Produktes, die Kunden-ID, an den verkauft wurde und das Land, aus dem der Kunde kommt. Um die Verarbeitung leichter zu machen, machen wir die Spaltennamen klein und schauen uns einmal an, in welchem Zeitraum wir uns denn hier bewegen. Gut, wir befinden uns also offenbar zwischen dem Dezember 2009 und dem Dezember 2011. Plotten wir das Ganze mal auf. Gut, wir sehen also, wir scheinen einigermaßen gleichmäßige Verkäufe vorliegen zu haben, mit einer großen Spitze in der Vorweihnachtszeit 2010 und dann auch wieder 2011. So, warum habe ich hier einen Kasten blau markiert? Eine klassische Herausforderung im CRM ist es, den Kundenwert zu prognostizieren. Also für jeden Kunden vorherzusagen, wie viel Umsatz wird uns der Kunde vermutlich noch generieren oder wie wahrscheinlich ist es, dass überhaupt er noch einen Umsatz generiert. Und dieser Kundenwert kann dann verwendet werden, um Marketingbudget zu steuern und Kunden, bei denen kein Potenzial mehr besteht, nicht mehr mit teuren Marketingmaßnahmen anzusteuern. Was wir jetzt hier machen können, wäre am besten ein Jahr
für ein gesamtes Jahr unsere Vorhersage zu treffen, dann können wir solche saisonalen Effekte wie höhere Verkäufe in der Weihnachtszeit müssen wir dann nicht zu speziell berücksichtigen. Da wir nur, normalerweise würde man das Ganze mit einem Art rollierenden Fenster vorhersagen für verschiedene Zeitpunkte, also immer versuchen, das nächste Jahr vorherzusagen. Da wir hier nur 2 Jahre an Daten haben, betrachten wir nur einen einzigen Tag, am besten den Stichtag 1. Januar 2011 und versuchen mit dem Wissen, um alles, was in dem guten Jahr davor passiert ist, zu nutzen, um eine Vorhersage für das kommende Jahr 2011 zu treffen. Bei dieser Vorhersage für das nächste Jahr kann man in zwei Richtungen ansetzen. Entweder man kümmert sich um die reine Klassifikationsfrage, also wird der Kunde im nächsten Jahr kaufen? Ja, nein, beziehungsweise was ist die Wahrscheinlichkeit, dass er kaufen wird? Oder die Regressionsfrage, wie hoch ist der Umsatz, den wir von diesem Kunden im nächsten Jahr erwarten? Wir beschäftigen uns heute mit der ersten Frage, mit dem Aktivitätsmodell. Wie wahrscheinlich ist es, dass der Kunde im nächsten Jahr aktiv wird? Um da weiterarbeiten zu können, müssen wir als allererstes die Daten säubern. Wir löschen Dubletten, löschen Transaktionen, die wir keinem Kunden zuordnen können, stornierte Transaktionen, Transaktionen, bei denen das Produkt kostenlos war oder eine Nullmenge verkauft wurde und alle Transaktionen mit nicht numerischen Stockcodes, denn das sind auch gewisse Sondertransaktionen, die keine echten normalen Käufe bedeuten. Wir müssen außerdem noch den Umsatz ableiten. Wir haben zwar die Menge an Produkten und den Preis einer Einheit, aber um den Umsatz zu berechnen, müssen wir noch die Menge mal den Einheitspreis multiplizieren. Außerdem ändern wir den Zeitstempel in ein reines Datum. Der Tag reicht uns als Genauigkeit anstelle der Uhrzeit. Und wir müssen den Datensatz jetzt trennen in den Teil der Daten, die wir zur Vorhersage nutzen, die Historie, und den Teil, den wir Vorhersage sollen. Denn um für Supervised Learning ein Ziel zu haben, also sozusagen die richtige Antwort für unsere Beispieldatensätze, müssen wir für unsere Kunden tatsächlich den Zielzeitraum betrachten, das Jahr 2011, und für jeden Kunden die richtige Antwort geben, also mitgeben. Hat er gekauft in diesem Jahr oder hat er es nicht? Und die Daten aus dem Jahr 2010 verwenden wir zur Vorhersage. Wir unterteilen unsere Daten also in zwei Teile, die History und das Target-Zeitraum. Schauen uns mal an, wie das aussieht, wie viele Transaktionen wir jeweils haben. Ja, der blaue Bereich ist der Zeitraum, aus dem wir die Features bauen, die den Kunden am 01.01.2011 beschreiben, und die Daten, die in dem roten Bereich sind, aus denen berechnen wir, ob der Kunde tatsächlich ein aktiver Kunde geworden ist im Jahr 2011 oder nicht. Genau, dieses Target müssen wir nun definieren, und wir definieren hier auch schon gleich das Target, das wir später einmal brauchen werden für eine Umsatzregressionsvorhersage. Dann haben wir das Ganze schon in einer Datei vorliegen. Zunächst, wir betrachten nur Kunden, für die wir überhaupt eine History vorliegen haben. Kunden, die in diesem Zeitraum nicht auftauchen, kennen wir sozusagen am 01.01.2011 noch nicht. Und für die können wir saubererweise auch am 01.01.2011 keine Vorhersage machen. Der Umsatz, den der Kunde generiert im Zielzeitraum, wird aufsummiert. Und wenn er größer als 0 ist, dann hat tatsächlich eine Aktivität stattgefunden. Damit haben wir jetzt unsere Grundlabel definiert. Wir haben insgesamt 4.315 Kunden, die wir am 01.01.2011 kennen. Von denen sind 2.677 im nächsten Jahr aktiv geworden und 1.638 sind nicht aktiv geworden. Eine einigermaßen ausgeglichene Verteilung der Zielklassen. So, um jetzt irgendwelche Informationen zu haben, anhand derer wir eine Vorhersage treffen können, müssen wir ein bisschen Feature Engineering betreiben. Das machen wir jetzt ganz leicht, ganz grundlegend, um das Prinzip zu zeigen. Wir setzen an und machen im Grunde ein RFM Feature Engineering. Das heißt Recency, wie lange ist es her, dass der Kunde zuletzt Umsätze generiert hat. Frequency, also hauptsächlich Zählungen, wie häufig oder wie viel der Kunde gekauft. Und Monetary, also den Wert der Käufe des Kunden. Für eine genauere Untersuchung oder für eine genauere Besprechung
der RFM-Features und Kriterien, schaut euch doch unser Video zur RFM-Analyse an. Denn allein das Betrachten der RFM-Werte für verschiedene Kunden kann schon viele Informationen über den Kundenwert bisher in der Vergangenheit liefern. So, wir berechnen hier ein paar einfache Features und schauen uns mal an, wie das Flat-File am Schluss aussieht. Flat-File bedeutet, wir haben pro Kunde eine Zeile. Wir kennen für den Kunden den Umsatz im Zielzeitraum und die Ja-Nein-Frage, ob der Kunde Umsatz generiert hat oder generieren wird. Und die Features, anhand derer wir das jetzt vorhersagen wollen, sind relativ wenige. Die Recency in Tagen, die Anzahl von Rechnungen und die Anzahl unterschiedlicher Produkte, die er im letzten guten Jahr gekauft hat, der Umsatz, der im letzten Jahr durch ihn generiert wurde und der durchschnittliche Wert einer Rechnung des Kunden. Diese ganzen Features und auch diese Vorhersagen kann man natürlich auch noch dezidierter auf einzelne Produktgruppen treffen, anstatt generell das über das gesamte Portfolio des Unternehmens zu betrachten. Und wenn man dann vorhersagt, dass zum Beispiel der Kunde in Schuhen einen großen Umsatz generieren wird und in Jacken einen geringen Umsatz, dann kann man damit auch einen konkreteren, genaueren Kundenwert definieren und diese Informationen zum Beispiel für Cross-Selling-Kampagnen nutzen. Das Flat-File, das wir so generiert haben, speichern wir jetzt einmal ab für spätere Verwendung. Wie gesagt, wir wollen später auch nochmal ein Regressionsmodell rechnen. Und für unseren Fall benötigen wir das Revenue-Target nicht. Wir benötigen nur das Ja-Nein-Target. Wird der Kunde aktiv oder nicht? Darum löschen wir das anschließend hier aus unserer Version des Flat-Files im Arbeitsspeicher. So, dann jetzt noch eine kurze Transformation, um bessere theoretische Eigenschaften der Variablen zu gewährleisten. Nehmen wir noch eine kleine Transformation der Prädiktoren auf die logarithmische Skala vor. Und dann starten wir auch mit der eigentlichen Modellierung. Wir teilen zunächst die Daten in Prädiktoren und Zielvariable auf. Die Zielvariable ist halt hier unser Activity-Target, ja, nein, und die Prädiktoren aller anderen Variablen außer der Kunden-ID und trennen noch ein Trainingsset und ein Testset voneinander. Dann nutzen wir die Methode aus Scikit-Learn, Train-Test-Split, um 25% der Daten als Testset beiseite zu legen, um nachher die Qualität des Modells darauf evaluieren zu können. Und im Anschluss daran können wir jetzt das eigentliche Modell importieren. Wir nutzen hier mal einen ganz einfachen Klassifikator, die logistische Regression, einfaches lineares Modell und haben damit eine Art Baseline-Modell. Wir suchen jetzt auch keine optimalen Hyperparameter, sondern starten mit den Standardparametern und trainieren das Modell jetzt auf unseren Trainingsdaten, versuchen Y-Train, also das Activity-Target, vorherzusagen. Das geht bei dieser kleinen Datenmenge sehr schnell. So, jetzt haben wir also ein erstes super einfaches Modell. In der Praxis würde man jetzt natürlich noch weit suchen, nach den besten Parametern, nach verschiedenen Modellen miteinander vergleichen. Hier schauen wir uns jetzt einfach nur mal an, wie gut dieses Modell tatsächlich ist und was man damit weitermachen würde. Man kann zunächst ein paar Metriken importieren, auch aus Scikit-Learn. Was ganz interessant für uns hier ist, ist der Accuracy Score oder die Confusion Matrix. Zunächst müssen wir auf den Testdaten schauen, was dort die Vorhersagen unseres Modells sind. Dafür nutzen wir die Methode Predict des fertig trainierten Modells. Und die Methode Predict gibt uns Ja-Nein-Klassifikationen ein, was das Modell als wahrscheinlichsten hält. Und wir können uns aber auch die Probabilities ausgeben lassen, also den Wert zwischen 0 und 1, den das Modell als eine Art Wahrscheinlichkeit ausgibt, wo man dann bei einem Wert größer als 0,5 eine 1 vorhersagen würde und bei einem Wert kleiner eine 0. Beides können wir uns ausrechnen. Für die Accuracy ist uns jetzt die tatsächliche Klassifikationsaussage Y-Activity Predict ist das, was uns interessiert. Um die Qualität zu bewerten, müssen wir, wie vorher schon gesagt, auf den Testdaten einmal vorhersagen, was das Modell dort vorhersagen würde und das mit den bekannten wahren Aktivitätslabels vergleichen.
Das trainierte Modell hat einmal die Methode Predict, mit der es sozusagen die vorhergesagte Klasse 0 oder 1 ausgibt, und aber auch die Methode Predict Probers, bei deren Wert zwischen 0 und 1 ausgegeben wird, der sozusagen der Wahrscheinlichkeit entspricht, die das Modell hat, die das Modell berechnet hat, dass tatsächlich eine 1, eine Aktivität bei diesem Kunden stattfinden wird. Beides berechnen wir einmal, lassen uns ausgeben und nutzen jetzt zwei Metriken. Einmal den Accuracy Score schauen wir uns an, wie viele Vorhersagen waren tatsächlich korrekt, und auch einmal die Confusion Matrix, um zu sehen, auf welcher Art einige Vorhersagen vielleicht nicht korrekt waren. So, wir sehen einen Accuracy Score von 72,4%. Das ist noch nicht sehr gut, ist besser als Raten, aber noch nicht viel besser. Wie gesagt, es ist ein Baseline-Modell. Für ein gutes Modell müssen wir noch viel mehr Arbeit reinstecken. Eine Confusion Matrix, genau, die sieht so aus. Wir haben 556 Kunden korrekt vorher gesagt, dass sie aktiv sein werden. Bei 226, dass sie korrekt, dass sie nicht aktiv sein werden. Bei 169 haben wir gesagt, sie würden aktiv, aber sie wurden es nicht. Bei 128 genau umgekehrt. Eine weitere Methode, um zu bewerten, wie gut das Modell die Kunden, die eher aktiv werden, von den Kunden, die es eher nicht werden, trennt, ist die Cumulative Gains Kurve, die wir mit einer Funktion aus der Scikit-Plot-Bibliothek plotten können. Und genau, hier sehen wir, wenn wir zum Beispiel die 40% Kunden mit dem höchsten Aktivitätsscore nehmen würden, würden wir schon die 50%, würden wir schon 50% aller tatsächlich aktiv werdenden Kunden ansprechen. Und wenn wir die 80% höchsten gescorten Kunden nehmen, dann würden wir tatsächlich 90% aller später tatsächlich aktiv werdenden Kunden erreichen. Das ist jetzt noch keine besonders beeindruckend aussehende Kurve. Eine bessere Kurve würde tatsächlich fast hier in die linke obere Ecke gehen. Wie gesagt, es ist ein sehr einfaches Modell. Dann können wir uns noch anschauen, wie tatsächlich die Koeffizienten dieses linearen Modells aussehen, die uns ein bisschen verraten, wie das Modell tatsächlich aus den Prädiktoren eine Vorhersage trifft. Wir sehen tatsächlich hier einen positiven Koeffizienten. Viele Rechnungen im letzten Jahr sorgen für eine höhere Vorhersage und ein kürzlich zurückliegender letzter Kauf sorgt auch für eine höhere Vorhersage. Die Anzahl unterschiedlicher Produkte hat keinen besonders hohen Einfluss. Auch der durchschnittliche Belegwert sei keinen sehr hohen. Und zu guter Letzt speichern wir unser Modell ab. Wir werden es später noch einmal in einem anderen Video noch einmal verwenden. Und wir schauen uns an, wie die Scores, die wir jetzt der Marketingabteilung liefern können, tatsächlich aussehen würden. Wir könnten also eine Liste mit Kunden-IDs zurückliefern und würden einen Activity Score zwischen 0 und 1 liefern. Bei diesem Kunden geht das Modell mit 99%iger Wahrscheinlichkeit davon aus, dass der Kunde aktiv wird, bei diesem 84%iger und so weiter. Wir haben also heute schon einiges geschafft. Wir haben einen ersten Use Case für Supervised Learning in Marketing und CRM gesehen. Ein Aktivitätsmodell, also eine Klassifikation, ob ein Kunde im nächsten Jahr aktiv sein wird, Umsatz machen wird. Wir haben gesehen, wie wir aus den Rohtransaktionsdaten ein einfaches Flat-File generieren können, das die Form hat, die wir für so ein Supervised Machine Learning Modell benötigen. Und wir wissen jetzt, wie die Scores sehen, die hierbei entstehen und wie die von der Marketingabteilung verwendet werden können. Beim nächsten Mal sagen wir dann mittels Regression den Umsatz des Kunden im nächsten Jahr voraus. Wenn es euch gefallen hat, subscribe doch zu unserem Kanal. Bis zum nächsten Mal, euer Lukas.